Ab Sonntag gilt eine Testpflicht für Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland, egal wie und aus welchem Land sie einreisen. Für Flugreisende ändert sich nichts. Sie müssen schon seit längerem einen Test vorweisen, um ins Flugzeug zu steigen. Laut Robert-Koch-Institut spielen Ansteckungen auf Auslandsreisen eine immer größere Rolle für das Infektionsgeschehen in Deutschland. Zuletzt sprach das RKI von 12% aller übermittelten Fälle. Alle Menschen, die nach Deutschland einreisen wollen und mindestens 12 Jahre alt sind, müssen entweder einen Test vorlegen können oder einen Nachweis, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Die Regelung gilt unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel die Rückreise erfolgt. Künftig wird es nur noch zwei Kategorien geben: Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Die Kategorie der einfachen Risikogebiete entfällt. Bei der Rückkehr aus Hochrisikogebieten müssen Ungeimpfte in eine 10-tägige Quarantäne, die sie mit einem negativen Test frühestens nach 5 Tagen beenden können. Für Geimpfte gilt diese Regelung nicht. Zu den Hochrisikogebieten zählen derzeit zum Beispiel Ägypten, Indien und Portugal. Bei Virusvariantengebieten gilt weiter eine 14-tägige Quarantäne für alle, egal ob geimpft oder nicht. Ein Freitesten ist nicht möglich. Zu den Virusvariantengebieten gehören zum Beispiel Brasilien und Südafrika. Die Polizei will stichprobenartig Urlaubsrückkehrer kontrollieren, auch mit Hilfe der Schleierfahndung.